Bevor das Video startet, hier eine wichtige Information für euch. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass ich die bisherigen Formel 1 News aufgrund von möglichen urheberrechtlichen Problemen gelöscht habe. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ab der Saison 2021 werden Pirellis 18 Zoll Räder in die Formel 1 eingeführt. 2016 sollte die heutige Formel 2 auf so ein Reifenformat setzen, doch man entschied sich dagegen. Mario Isola meint, dass diese Räder 3 Sekunden bringen. Wenn weniger Luft in den Reifen mit kleinerer Flankenhöhe ist, federt der Reifen weniger, also brauchen die Autos einen längeren Federweg. Das Aussehen der 2021er Boliden ist noch unklar, aber Pirelli möchte gerne Antworten zu Abtrieb, Motor und Drehmoment. Die Italiener wünschen sich 3 bis 4 aktuelle Boliden zur freien Entwicklung mit allen Top-Teams, was aber bisher unrealistisch ist. Pirelli strebt auch die Einführung der sogenannten Smart Tires an, also Reifen, die mithilfe von eingebauten Sensoren Infos zum aktuellen Zeitpunkt liefern. Damit könne man die Sicherheit verbessern, wenn der Sensor vor zu stark abgenutzten Reifen, zu hohem Topspeed oder auch zu wenig Grip durch Aquaplaning warnt. Außerdem könne man anhand der Änderung von 13 Zoll auf 18 Zoll überlegen, die Stahlbremsen wieder einzuführen, da es geringe Kosten sind und da das Überholen aufgrund eines längeren Bremsweges erleichtert. Wie ist eure Meinung zu diesen beiden Themen? Ab damit in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen News-Video. Ciao!